Der Tech-Check, präsentiert von Mobile Geeks und Ausfahrt TV. Hallo, mein Name ist Horst Glaser. Ich bin bei Audi zuständig für die Fahrwerksentwicklung und damit auch unter anderem für die Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen. Wir sind heute hier an der Rennstrecke in Oschersleben, um eine unserer neuesten Entwicklungen und Versuchsträger vorzustellen. Den Audi Piloted Racing Car. Warum Piloted Racing Car? Wir beschäftigen uns sehr intensiv mit der Entwicklung von assistierten und pilotierten Fahrerassistenzfunktionen. Und dazu gehört unter anderem unsere Vision, pilotiertes Fahren im Stau oder pilotiertes Einparken. Warum auf der Rennstrecke? Um diese Funktionen, die ich eben genannt habe, realisieren zu können, müssen wir jederzeit sicherstellen, dass das Fahrzeug auch in allen erdenklichen Situationen sicher reagiert und das Richtige tut. Und deshalb die erste Installation in einem Rennstreckenfahrzeug, weil hier die Herausforderungen auch entsprechend extrem sind. Dabei ist unser Ziel natürlich nicht, ein selbstfahrendes Rennauto zu entwickeln. Nein, aber die Grundfunktionen für automatisiertes oder wie wir es bei Audi nennen, pilotiertes Fahren, ist, dass wir in einer Stausituation bis 60 Stundenkilometer dem Fahrer die Fahraufgabe zum Beispiel abnehmen wollen. Das heißt, bis zu 60 Stundenkilometer kann und soll das Auto automatisiert fahren. Das heißt, selbst lenken, selbst bremsen, aber auch in Notsituationen richtig reagieren, wenn zum Beispiel von links oder rechts ein Fußgänger in die Straße läuft. Um die großen Herausforderungen auf einer Rennstrecke realisieren zu können, ist unser Versuchsträger, wir nennen ihn Bobby, weil das Auto hat eine Seele, es fährt ja schließlich selbst, mit zusätzlicher Sensorik ausgerüstet. So haben wir zum Beispiel ein sogenanntes Differential GPS, wie es auf Neudeutsch heißt, installiert, mit dem wir auf 2 cm Genauigkeit die Position des Fahrzeugs auf der Strecke erkennen können. Die abgelegte Ideallinie wird dann mit diesen GPS-Daten verglichen, sodass das Fahrzeug jederzeit weiß, wo genau es sich auf der Rennstrecke befindet. Darüber hinaus gibt es eine bebilderte Strecke, die im Computer abgelegt ist, und die zusätzlich ebenfalls im Fahrzeug installierte Stereokamera gleicht die aktuellen Bilder mit diesen hinterlegten Daten ab, sodass auch hier das Fahrzeug als redundantes Signal jederzeit wieder erkennen kann, wo es sich auf der Rennstrecke befindet. Die Fahrzeugreaktionen selbst sind aber mit der konventionellen Sensorik bestimmbar. Das heißt, wie ist die Lage des Fahrzeugs bezogen auf die Ideallinie, um dann gegebenenfalls bei Übersteuer oder Untersteuern entsprechend reagieren zu können, in die Lenkung oder in die Bremse eingreifen zu können. Wir bei Audi sind überzeugt davon, dass pilotiertes Fahren der nächste Schritt sein wird, neben den beiden anderen Megatrends wie alternative Antriebstechnologie oder Vernetzung im Fahrzeug. Wir werden aber bei Audi automatisiertes Fahren immer als pilotiertes Fahren bezeichnen, weil wir stehen bei Audi für Fahrspaß und wir lassen unserem Kunden jederzeit die Möglichkeit, das System abzuschalten, um dann, wenn er möchte, selbst seinen Spaß beim Selbstfahren zu haben.